Es ist eines dieser teuren Spiele. Avenging Spirit für den Game Boy kostet schon allein als Modul momentan irgendwas im höheren zweistelligen Bereich. Es ist aber auch eines dieser Spiele, die als sehr gut gelten. Schauen wir also mal selbst zusammen herein. Ist es wirklich so gut? Ist es vielleicht sogar ein Pflichttitel für jede Sammlung? Was taugt Avenging Spirit für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Jaleco Entertainment entwickelt und 1992 weltweit veröffentlicht. Das Cover erschien irgendwie für Nordamerika nicht hip genug zu sein und da fällt das auch etwas aus der Reihe und zeigt einen 20er Jahre Gangster. Warum auch immer. 2011 erschien das Spiel auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Die Grundlage für das Spiel ist ein Arcade-Spiel, welches 1991 veröffentlicht wurde. Ihr werdet als Geist von einem Professor wieder zurückgeholt. Eure Aufgabe ist natürlich relativ einfach. Fieslinge haben eure Freundin entführt und ihr müsst sie nun in eurer Geistform zurückholen. Ihr sollt also die Fieslinge zur Rede stellen. Aber ihr habt natürlich ein großes Problem. Ihr seid ein Geist und könnt daher nicht direkt mit eurer Umwelt interagieren. Ihr könnt jedoch Gegner übernehmen. Und das geht ganz einfach. Ihr schwebt zu diesen hin und drückt einen Knopf. Zack. Ihr spielt als diese Figur. Die haben je nach Art natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile. So können einige besser springen und andere besser oder weiter schießen. Denn eines haben alle gemeinsam. Mit dem einen Knopf springt ihr und mit dem anderen könnt ihr schießen. Das können mal normale Pistolenschüsse sein oder Granaten, die dann logischerweise nicht gerade fliegen. Und das Beste, wenn eure Hülle über den Jordan geht, dann seid ihr nicht gleich automatisch mit tot. Super, oder? Ihr seid immerhin ein Geist. Aber freut euch nicht zu früh, am unteren Bildschirmrand seht ihr immer zwei Energieleisten. Die kürzere steht für die aktuellen Lebenspunkte eurer Hülle. Der längere Balken steht für eure eigene Lebensleiste. Ihr könnt euch nämlich nicht unbegrenzt ohne eine Hülle in der Welt aufhalten. Wenn ihr dann also sterbt, müsst ihr euch schleunigst einen neuen Fiesling zum Übernehmen organisieren. Beide Balken lassen sich aber zum Glück mit entsprechenden einsammelbaren Gegenständen wieder auffüllen. So viel also zum Grundsätzlichen. Aber wie ist denn das Spiel allgemein aufgebaut? Euch erwartet hier ein typischer Plattformer. Die Level sind alle schön gestaltet und achten darauf, nicht unbedingt ganz geradlinig zu sein. Es lohnt sich auf jeden Fall mal hier und da unzulängliche Ecken aufzusuchen, um dort Energie zu finden. Die Steuerung ist bei dem Ganzen sehr gut gelungen. Der Schwierigkeitsgrad ist auch durchaus schaffbar, aber man muss schon hier und da mal schauen. Am Ende der Level erwartet euch natürlich immer wieder ein Bossgegner. Diesen habe ich im Allgemeinen als relativ einfach empfunden. Stellt euch hier also nicht auf epische Schlachten ein. Einen Kritikpunkt habe ich jedoch an dem Spiel. Es gibt keine Passwort- oder sogar Speicherfunktion. So etwas gehört für mich einfach zu den Grundlagen. Qualität des Spiels überstrahlt jedoch diesen kleinen Punkt. Die Grafik ist wunderbar geraten. Alles hat einen ganz liebenswerten Stil und die verschiedenen Gegnerarten sind sofort auf den ersten Blick zu erkennen. So muss das sein. Auch der Sound ist ebenso gut gelungen. Die Musik geht sofort ins Ohr. Technisch ist das Spiel einfach nur fantastisch gelungen. Was taugt Avenging Spirit für den Game Boy heute noch? Ich bin echt begeistert. Das Spiel ist schon mehr als solide. Das Spielprinzip ist einfach klasse. Es nimmt die normale Plattformer-Regel und bringt einen ganz neuen Kniff durch die Übernahme der Gegner mit hinein. Das fehlende Passwortsystem mag zwar eine kleine bittere Pille sein, aber im Allgemeinen ist das verschmerzbar. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Avenging Spirit für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.